Sagen Sie mal, was ist eigentlich aus der guten alten Vogelgrippe geworden? Da müssen Sie am besten mal die Schweine fragen. Wobei, es weiß noch keine Sau genau, wie die Schweine an die Vogelgrippe gekommen sind. Bis jetzt steht wohl nur eines tatsächlich fest. Es ist so, dieses neue Virus, dem ja die Hersteller von Atemschutzmasken und Impfstoffen auf Knien dankbar sind, dass es quasi als Krise in der Krise zumindest den Absatz ihrer Produkte befördert. Also dieses neue Virus, das ist eine Mutation des uns allen wohlbekannten Grippevirus A-H1N1. Das haben Sie schon öfter gehabt, das müssen Sie kennen. Und das Neue, das wirklich revolutionäre Neue an diesem mutierten Virus ist wohl jetzt, dass es sich um eine genetische Mischung aus genetischem Material von Schweinen, Vögeln und Menschen handelt. Das heißt, jetzt kann es von Mensch zu Mensch direkt übertragen werden und man ist nicht mehr wie bei der Vogelgrippe darauf angewiesen, die Tiere zu essen oder inzestuösen Umgang mit ihnen zu haben. Sie sehen, diese Viren sind lernfähig im Gegensatz zu uns Menschen. Wobei, wir hätten es auch wieder mal ahnen können. Hören Sie mal, dass es genetische Überschneidungen gibt zwischen schrägen Vögeln, Schweinen und manchen Menschengruppen. Das wissen wir ja nicht erst seit der Erfindung der Schlachtbank, oder? Von der Schlachtbank, auf der die Schweine verenden, ist es nur ein kleiner Mutationsschritt zur Schlechtbank, auf der sie unser aller Schicksal vollenden wird. Die Schlechtbank, im Volksmund Bad Bank genannt. Die Bad Bank wird gebraucht, damit die Good Bank, die Deutsche Bank, wieder 25% Eigenkapitalrendite erwirtschaften kann. Ja, sicher, dafür braucht man eine Bad Bank. Und vielleicht haben Sie es schon gehört, die Bundesregierung plant ja auch die Einführung einer Bad Bank für die Landesbanken. Die sind ja auch alle pleite. Und jetzt halten Sie sich fest, das Ding soll AIDA heißen. Das ist der Arbeitstitel. Ernsthaft, AIDA, Abkürzung für Anstalt in der Anstalt. AIDA. Auf sowas können auch nur die Zwangsjackenträger am Finanzministerium kommen. AIDA, das ist diese Oper von den frommen Lämmern und den dummen Schweinen, wo am Schluss alle anständig wieder tot sind. Und jetzt haben viele Angst, dass die Messe noch nicht gesungen ist. Es könnte ja doch noch zu Unruhen kommen, wenn die Krise wirklich noch mal richtig durchknallt. Vielleicht kommt noch Generalstreik andererseits. Wer soll hier zum Generalstreik aufrufen? Die Gewerkschaft, die das tun müsste, heißt Verdi. Mir wird ja inzwischen völlig schlecht, wenn ich überhaupt zur Bank muss, muss ich Ihnen sagen. Das liegt auch noch daran, ich bin auch noch bei der Commerzbank. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich da verhalten soll. Ich komme da rein und weiß, bin ich jetzt Kunde, bin ich Besitzer? Das ist so un... Ja, ich habe auch noch nie so viele Angestellte gehabt. Ich bin völlig überfordert. Ich bin sehr unglücklich, ehrlich. Ich habe diese Commerzbank in einer Nacht- und Nebelaktion gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich immer damit, dass es ein Schnäppchen war. Da bin ich, war ja ein Schnäppchen, die Commerzbank war ja praktisch eine Bank von der Resterampe. 18 Milliarden Euro für die Commerzbank. Für 18 Milliarden Euro haben wir einen 25-prozentigen Anteil der Commerzbank erworben. Von diesen 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresdner Bank gekauft. Und von dem Tag an, wo die Commerzbank die Dresdner Bank für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die an der Börse zusammen noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war, meine Damen und Herren.